Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sternzeichenlegung für den Monat März 2024. In diesem Video, wenn du die Sonne im Wassermann hast, den Mond im Wassermann hast oder den Aszendenten im Wassermann hast, dann bist du hier genau richtig. Natürlich ist sowieso jeder hier richtig. Herzlich willkommen, alle, die auch ihr natürlich zuschauen für vielleicht jemand anders. Ich hoffe, dass du hier für dich auch so oder so Impulse mitnehmen kannst, denn es ist eine allgemeine Legung, die muss nicht mit dir resonieren. Kann natürlich, würde mich ja freuen, wenn es so ist. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier für den Monat März jetzt hier haben. Mein Name ist Claudia Birgit und es geht jetzt los. Ja, alle Karten wie immer in der Videobeschreibung und dieses Deck nehme ich mal kurz beiseite und fange an mit den Hauptenergien für die Wassermänner, Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent. Was ist die Hauptenergie für den Monat März? Der Signifikator. Worum dreht es sich hier für Wassermann-Geborene im Monat März? Warte mal, die guckt da so raus, die will unbedingt. Das ist doch schön. Die Kraft, die Stärke. Da haben wir natürlich eine Karte der großen Arkana und du siehst über ihrem Kopf auch die Lemnis-Karte, die liegende Acht. Und ja, wir sind in einem Achterjahr und das ist natürlich schon mal ganz großartig, weil es geht darum, dass wir hier natürlich in diesem Jahr auch, es geht um Balance, es geht um Harmonie, es geht um Gerechtigkeit, es geht auch um Musik, Tanz und Spaß und Wellness und es geht auch um Geld. So, und hier geht es darum, dass wir natürlich unsere geistigen Fähigkeiten mit unserer animalischen Natur verbinden, als alchemistischen Prozess sehen, der dann nachher wunderbare Ergebnisse in die Sichtbarkeit bringt, in Form von Umständen, Gegenständen, Dingen, Situationen, Menschen und so weiter und so fort, Gelegenheiten, alles, was man so möchte. Also das ist hier eine sehr schöne Grundenergie, wie ich finde. Ein sehr schönes Thema, um das es geht. Und wir haben hier die fünf Kelche und hier geht es natürlich um Enttäuschungen. Also möglicherweise hast du jetzt hier noch irgendwelche Enttäuschungen am Start, wo du sagst, ja, ich fühle mich nicht so gut, das ist traurig, ich habe gedacht, das und das klappt und jetzt klappt es doch nicht und so weiter. Da dürfen wir natürlich auch immer uns bewusst werden darüber, dass alle Enttäuschungen nichts anderes sind als nicht erfüllte Erwartungen, die wir hatten. Wenn wir von etwas enttäuscht sind, dann haben wir uns irgendwie eine Hoffnung gemacht oder andere oder Erwartungshaltung irgendetwas gegenüber oder irgendjemandem gegenüber gehabt. Und das Ding hat jetzt nicht funktioniert und da sind wir enttäuscht. Vielleicht sind wir sogar von unserem ganzen Leben enttäuscht. Vielleicht sind wir von uns selbst enttäuscht. Und dann geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, wie kann ich das denn ändern? Es geht darum, diese Enttäuschung zu nutzen, letzten Endes, als Einladung, genauer hinzuschauen, wo ist denn mein Thema und es dann natürlich zu wandeln. Es kann ja auch kein anderer wandeln als du selbst. Also du musst die Entscheidung treffen, dass du diese Form von Erleben, Erfahrung nicht mehr haben möchtest, weil das sich einfach nicht stimmig und gut und richtig anfühlt. Und dann geht es eben darum, wie komme ich aus der Nummer raus? Und das geht natürlich dabei auch zu erkennen, ich bin der Schöpfer meiner Realität. Okay, dann schaffe ich mir doch jetzt meine andere Realität. Und mit der 8 und mit den 5 Kelchen, ich habe so ein bisschen den Verdacht, bei dem einen oder anderen könnte es auch um das Thema Selbstwert gehen. Gerade weil wir jetzt in einem 8er-Jahr sind und möglicherweise bist du persönlich ja auch in einem Achterjahr und da kann das Thema Selbstwert sehr, sehr stark hochploppen. Und ja, vielleicht sind die Dinge bisher nicht so gelaufen, wie du es gewünscht hast. Vielleicht geht es um berufliche Dinge, vielleicht geht es um private Dinge, wer weiß, was auch immer für dich jetzt hier gerade am Start ist. Aber es geht eben darum, grundsätzlich immer, hier ist eine Disbalance natürlich, es in die Balance zu bringen. Mit der 5 habe ich hier auch noch die Frage, an was hast du denn geglaubt? Hast du überhaupt an dich geglaubt? Oder glaubst du immer nur, dass die anderen es richten müssen, dass von außen die Lösung kommt, dass von außen irgendwie da die Richtung gewiesen wird? Dann musst du zwangsläufig enttäuscht werden, weil es eine Täuschung ist. Und eine Täuschung ist nicht die Wahrheit, eine Täuschung ist eine Illusion und aus der dürfen wir uns verabschieden. Aber da ist auch oftmals der Weg der Erkenntnis natürlich noch ein ganz wichtiger. Bis man das so verstanden hat, kann man schon mal ein paar Tiefschläge erleben, leider Gottes. Es ist so. Ja, aber wir sind alle auf diesem wunderbaren Weg, wirklich in die Freiheit zu gelangen, in unsere innere Freiheit.
die sich dann im Außen auch manifestieren muss, weil innen wie außen, das sind die geistigen Gesetze, das geht ja nicht anders. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was wir hier noch für Wassermann nochmal haben. Ich werde sicherlich auch nochmal auf die Stärke ein bisschen näher eingehen, gleich im Zusammenhang. Also gucken wir mal, Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent. Was haben wir hier für die Wassermänner für Karten, für Energien? Jawollo. Und dann haben wir noch diese hier. Okay, ich bin gespannt. So, also Karte Nummer 1, was haben wir hier? Die Entscheidung aus Liebe. Also möglicherweise geht es für dich tatsächlich um Partnerschaft. Vielleicht geht es darum auch, dass du ein neues Bild der Partnerschaft für dich kreierst. Weil wir haben hier auch das Thema Selbstliebe mit am Start. Die 6 steht für die Selbstliebe, die 8 steht für den Selbstwert. Und natürlich geht es darum, innen bedingungslos Ja zu sich selbst zu sagen, aufzuhören, an sich selber rumzukritisieren. Man ist zu dick, man ist zu dünn, man hat zu viel Falten oder die Haare sind zu grau oder was auch immer du meinst. Also tatsächlich mit dir einverstanden zu sein, heißt aus dem Widerstand rauszugehen. Also mit dir einverstanden zu sein, ein ganz großes inneres Ja zu dir zu haben und natürlich auch zu der entsprechenden Angelegenheit. Also das geht doch schon mal gut los hier. Das finde ich sehr schön. Wir haben hier sehr, sehr kraftvolle, zwei sehr kraftvolle nebeneinander liegende Karten. Ich muss mal gucken. Es geht natürlich immer um ein Thema letzten Endes dabei, aber wenn im Außen alles lieblos erscheint, ist es immer ein Hinweis darauf und die Einladung, wie gehen wir denn mit uns eigentlich selber um? Sind wir denn liebevoll mit uns? Ne? Bist du mit dir liebevoll? Wir haben hier, ach wie schön, den Buben der Kelche. Ja, das kann sein, dass hier tatsächlich ein Heiratsantrag kommt, ist eine Deutungsmöglichkeit. Es kann sein, dass es eine Versöhnungsgeste ist. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn dieser Bube fällt, der sozusagen eine Handreichung ist. Und die ist auch in der Regel ehrlichen Herzens. Also, der Bube ist wie alle anderen Buben natürlich auch eine Chance, eine Möglichkeit, ein Impuls, etwas, was das Herz berührt. Es kann romantisch sein. Hier ganz romantisch überreicht er dir einen Kelch mit einem Fisch drin. Ja, vielleicht packt er ja noch eine kleine Rose dazu. Auf jeden Fall ist es so, es spricht unser Gefühl an. Hier ist etwas, eine Möglichkeit. Etwas kommt auf uns zu. Es kann sein, dass du irgendetwas hörst, was dich ganz besonders berührt und dadurch dich auf eine Idee bringt. Auf jeden Fall haben wir hier im Monat März sehr viel Gefühl. Also sehr, da geht es viel um Liebe offensichtlich. Ich gucke mal weiter. Jetzt haben wir die nächste Kelchkarte, den Ritter der Kelche. Okay, das ist also, hier geht es auch um Romantik. Also für den einen oder anderen wird es hier wirklich drum gehen, dass gewisse Wünsche, Hoffnung, Träume möglicherweise eben auch erfüllt werden. Es kann sein, dass du hier mit deinen 5 Kelchen völlig auf dem Holzweg warst, dass du gedacht hast, oh, das klappt alles nicht, das geht alles nicht. Und es sah vielleicht auch wirklich so aus, aber es kann auch sein, dass da eine Kehrtwende passiert ist durch die Entscheidung aus Liebe. Und dann kommt die versöhnliche Geste und dann kommt die romantische Stimmung, dann kommt das schöne Miteinander, das Gemeinsame, das Angenehme, das Liebevolle, das Fürsorgliche. Also diese Dinge kommen dann mit ins Spiel. Also dass die 5 Kelche, diese Enttäuschung, es kann sein, dass du dich auch wirklich aus einer sehr toxischen Partnerschaft befreit hast, gemerkt hast, das funktioniert alles nicht so, du bist nur noch schlecht drauf, du fühlst dich nicht gut, das ist wirklich eine riesen Enttäuschung gewesen und erkennst aber deine Stärke hier, ne, Kraftstärke in deinem Inneren und sagst so, und das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich erkenne meine innere Kraft an. Und ab jetzt lebe ich sie. Ich sage entschieden Ja zu mir. Und zwar aus Liebe zu mir. Weil ich ein göttliches Wesen bin. Und ich bin es wert. Ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Wesen. Ich bin göttliche Schöpfung. Mehr Liebe geht ja gar nicht. Also ein ganz großes, bedingungsloses Ja. Und dann kann es sein, dass es jemand anderen gibt,
der dir diesen Kelch reicht. Durch die Befreiung und durch das Erkennen, dass das andere halt nicht mehr, das bisherige einfach wirklich, ja, müssen wir nicht mehr drüber reden, war, ist dir der Weg auch frei mit so einer Entscheidung aus Liebe natürlich für eine Neuwertung in Sachen Liebe, Partnerschaft. Aber für diejenigen, wo es nicht um Partnerschaft und Liebe geht, wenn wir das Ganze mal auf Berufung und auf Berufung rübergehen oder vielleicht auch in familiäre, freundschaftliche Bereiche. Also hier gab es Konflikte, um es mal so auszudrücken. Es gab Konflikte und diese Konflikte haben natürlich auch haben Leid ausgelöst, Enttäuschung ausgelöst und so weiter. Aber die Stärke, die ist da, die offenbart sich dann. Die zeigt sich dann, die mobilisiert sich in dir sozusagen. Und dann kommt dieses bedingungslose Ja, dieses großartige Ja zu auch allem, was ist, vielleicht auch übergeordnet, vielleicht sogar wirklich übergeordnet. Und und dann kommen ganz andere Energien, die romantisch sind, die fürsorglich sind, dass du dann vielleicht tatsächlich jemanden triffst, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, auf Augenhöhe bist, so Seelenpartnerschaften, die sich auch natürlich im Beruflichen zeigen können. Es kann ja auch sein, dass du hier mit jemandem einfach so dein Seelenbusiness machst und das aber wirklich auf Augenhöhe und richtig, richtig schön zusammen. Also das ist mal richtig, richtig schick. So, jetzt bin ich natürlich mega gespannt, was wir hier denn haben. Den Magier. Ach du meine Güte. Also das ist ja mal eine schöne Legung, ne? Das heißt hier, guck mal, er prostet dem schon zu hier. Es geht um Chancen und Möglichkeiten, die du jetzt im Außen entdeckst, die auf dich zukommen. Die aber deshalb kommen, weil du hier sicherlich irgendeine Erkenntnis hattest. Also aus dieser Notlage heraus, aus dieser doch nicht so schönen Situation der Enttäuschung, kann es sein, dass du jetzt hier dass da plötzlich deine Kräfte mobilisiert sind, weil du merkst, ey, sag mal, geht ja gar nicht. Vielleicht hast du dich auch irgendwo gefangen gefühlt. Wassermann ist ein Zeichen, da geht es um Freiheit. Das ist das freiheitsliebendste Zeichen überhaupt. Also das heißt, da geht es auch um Befreiung von alten Gedankenmustern, vielleicht hier eben diese Enttäuschung, diese Erwartungshaltung und du merkst, wie unabhängig du wirklich bist und dass du den wahren Schatz und die wahre Liebe in dir findest und nicht im Außen. Ja, und dann, wenn das passiert, dann ist automatisch das Außen aber in der Anpassung. Das heißt, es werden dir dann von außen diese Dinge auch geliefert, wenn du sie vorher im Innen halt auch initiiert hast. Und der Magier sagt natürlich ganz klar, es ist die Eins, das heißt, da wird etwas neu anfangen, da geht was neu los, da ist der Beginn eines wunderbaren Unternehmens, nämlich der Manifestation der Dinge, die du wirklich möchtest. Der Magier nutzt seine Ressourcen, der kennt seine Ressourcen, der nutzt seine Ressourcen, der fokussiert sich und bekommt natürlich auch dann in der Konsequenz das, was er wirklich möchte. Und was hier sehr schön ist, ist, das kannst du hier besser sehen, über seinem Kopf siehst du auch hier die Acht. Die liegen 8 und die Lemniskarte. Und die hatten wir hier mit der Kraft ja genauso. Also hier fängt das mit der Kraft an, mit der Lemniskarte, mit dem Universum, mit dem Ausgleich, mit der Harmonisierung von Dingen. Hier werden Dinge wirklich harmonisiert und in den Ausgleich gebracht und werden auch energetisch angehoben. Das ist eine ganz andere Schwingung, die und das, was hier liegt. Also ich gucke jetzt hier nochmal kurz drunter. Ja, wir haben hier Ursache und Wirkung, ne? Das ist lustig, die war, glaube ich, bei der vorigen Legung auch da drunter. Also wir haben hier mit der Justice, mit der Gerechtigkeit, die Karte von Ursache und Wirkung. Und das heißt, du hast hier Ursachen gesetzt, die natürlich das hier hervorgebracht haben. Das sind die Erwartungshaltungen, die man so hat. Und wenn man etwas erwartet, dass der andere einen glücklich macht, dass die Firma natürlich für einen verantwortlich ist, blablub, dann gibt man die Verantwortung ab und dann kann das nur schief gehen. Also weil das Thema darunter, weil jeder, der in seiner Kraft ist, jeder, der weiß um seinen eigenen Wert, der in der Selbstliebe ist, der Selbstbewusstsein hat, derjenige oder diejenigen,
Die erwarten nicht von anderen, dass die ihnen den Weg bereiten. Die machen das selber. Ja? Also die wissen, dass sie Schöpfer sind, weil sie merken diese Kraft, die in sich ist. Aber wenn du die Kraft, wenn du deine Verantwortung abgibst und sagst, hey, der andere wird es schon richten, dann hast du natürlich das Nachsehen, weil dann bist du immer darauf angewiesen, dass der andere dir über den Kopf streichelt und sagt, ach komm, ich mach das schon für dich. Nee, nee, die Verantwortung hat man selber. Und durch solche Situationen wie 5 Kelche lernt man natürlich draus. Im Idealfall. So, jetzt haben wir hier am unteren Kartenrand tatsächlich dieselbe Karte nochmal. Das ist ja spannend. Auch die 5 Kelche. Also schau genau hin, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo Erwartungshaltungen enttäuscht wurden. Was ist nicht so gelaufen, wie du es gedacht hattest? Und dann verabschiede dich davon. Nimm es bewusst wahr und prüfe auch, warum das so ist. Geh in die Abteilung Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstliebe rein, ob da Defizite sind, weil in der Regel ist es das, weil sonst würden diese Karten auch nicht unbedingt auftauchen. Und ja, ganz schöne Kombi hier, wie ich finde, auch nochmal eine schöne Klarheit, die hier dann reinkommt, dass hier zweimal die 5 Kelche auftauchen. Wow, das ist spannend, ihr Lieben. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was ist hier im Verborgenen? Was wirkt dennoch? Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat März 2024. Da guckt doch schon was raus. Die nehme ich doch dann gleich mal. So. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier? Es gibt's doch nicht. Der ist ja im Dauereinsatz, der macht Überstunden. Dieser Bube, der kommt gerade in jeder Legung. Was ist denn hier los? Ich glaube, es ist jetzt die 11. Legung und ich glaube, in 10 Legungen ist er aufgetaucht. Spannend. Okay, also der Bube der Münzen spricht von Chancen und Möglichkeiten, die uns gereicht werden. Handfeste Angebote. Es kann auch sein, dass du eine Erbschaft machst, dass du, was habe ich denn noch so alles gesagt, dass du eine Erbschaft machst, eine Schenkung bekommst, dass du eine großzügige Unterstützung finanziellerweise bekommst, dass du einen Vertrag angeboten bekommst. Also alles, was man so in der Materie, also sprich in der äußeren Welt, halt auch da so an Chancen und Möglichkeiten bekommen kann. Es kann auch sein, dass du etwas liest, siehst, hörst in einem Gespräch, ein Wort fällt, ein Satz fällt in irgendeiner Form oder du sitzt im Bus und hörst da was oder im Radio irgendwie so und dann weißt du auf einmal, zack, das war's. Das ist genau das, was ich brauche. Und dann kommst du halt in die Gänge und meldest dich da oder so, wenn du irgendwo ein Angebot liest oder im Schaufenster was siehst. Also hier haben wir wirklich ein handfestes Angebot. Suchst du eventuell einen Praxisraum, dann kann das der Mietvertrag sein. Oder dass dich jemand fragt, du, ich habe gehört, da ist der und der Raum frei, kennst du jemanden? Und dann sagst du, ja, ich hätte da selber gerne Interesse dran. Also alles möglich hier. Angebote, die zur Fülle führen, weil hier haben wir die zur Fülle führen, weil wir haben hier das Materielle durch den Buben der Münzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was haben wir denn noch eine? Ach, gucke mal eine an, die Ernte, na sowas. Also es kann plötzlich und überraschend, das passt sehr gut zusammen tatsächlich, ein finanzieller Schuss kommen sozusagen, dass hier deine Bemühungen wirklich entweder fruchten oder dass jemand dich wirklich unterstützen möchte in dem, was du tun möchtest. Oder einfach auch ein Gewinn sozusagen. Also, dass du wirklich, dass du Aufträge bekommst noch und nöcher. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch im Spirituellen vielleicht bist oder als Handwerker tätig bist, wo die Handwerker sind eh schon alle überlaufen. Also irgendein Bereich, wo du vielleicht, wo noch nicht bisher so viel war oder du fängst gerade mit etwas neu an und dann kann das schon sein, dass du da auf jeden Fall Fülle verzeichnen kannst, sprich du erntest etwas ganz Wunderbares. Das ist doch eine schöne Kombination an dem unteren Kartenrand. Ich hatte darüber gesprochen, dass es auch um Neuwerdung geht, ne? Hier die 5 Kelche ad acta legen und so weiter, sich neu erfinden. Das alte Gepäck, das sind alte, wenn die 5 Kelche auftauchen, es sind immer alte Gefühle. Es ist nie etwas Neues, weil es gibt nichts Neues. Das ist alles schon in dir. Also jedes Mal, wenn du einen Schmerz verspürst, weil wieder einmal zum Beispiel eine Enttäuschung aufs Tableau gebracht wurde, dann war das schon vorher da und es hat dich lediglich getriggert. Und dann ist immer die Aufforderung da, okay, dann ja, weg damit. Und der Narr, der hier haben wir 0, das heißt, die Heldenreise geht neu los. Es ist hier mit dem Ja aus Liebe, mit dem Magier und natürlich auch
Ja, mit diesen beiden, die empfinde ich tatsächlich momentan auch als Neuanfang. Oder auch der Bube. Die beiden Buben. Buben sind immer Chancen, die natürlich am Anfang stehen, bevor etwas tatsächlich in die Gänge kommt im Sichtbaren oder bevor wir irgendwas dann tun. Und insofern, und der Narr, der reist mit leichtem Gepäck. Der hat alle Chancen, alle Möglichkeiten. Der sieht positiv und optimistisch in die Welt. Und ja, und geht halt da so ganz locker seines Weges. Und es geht wirklich darum, den alten Ballast abzuwerfen und neu zu starten mit deinen Ideen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit dem, wofür du wirklich hergekommen bist, das auch wirklich umzusetzen. Ganz, ganz schön. Der Narr. Ja, richtig. Und natürlich kannst du auch unter Umständen, wenn du jetzt hier so ein Angebot bekommst und du kriegst dann vielleicht ein Sponsoring oder die Ernte und so weiter, da kannst du natürlich vielleicht mit dem Geld, was du da bekommst, ganz handfest gesprochen, natürlich auch komplett was Neues beginnen. Du kannst auswandern, du kannst dein Haus kaufen oder umziehen generell oder du kaufst ein Auto oder irgendwas, was dir dann dient, tatsächlich, um dich weiterzuentwickeln, um für dich deinen Weg weiterzugehen, der ja auch, ne, der dann auch richtig schön ist. Also sprich, da geht's auf ein höheres Level dann letzten Endes. Okay, super schön, wow. So, und jetzt möchte ich gerne hier nochmal für die Wassermänner, Sonne, Mond, Aszendent mal wissen, was haben wir denn hier noch für eine Steinunterstützung. Ja, die möchte. Sodele, was haben wir hier? Einmal den Chrysokoll, Start Fresh. Hallöchen, tata, Start Fresh. Also, wenn du vor einem, ganz konkret jetzt, wenn du jetzt vor einem Neustart stehst und so weiter, vielleicht ist es gut für dich, einen Chrysokoll am Start zu haben. Ich habe hier übrigens, fällt mir gerade mal so ein, gerade so auf, guck mal, ich habe hier ein kleines Chrysokoll-Ei. Ist das nicht toll? Ist genau die Farbe, so sieht ein Chrysokoll halt aus. Sehr, sehr schön. Ja, also Start Fresh mit Chrysokoll als Unterstützung wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht, wenn du dich noch ein bisschen schwer tust, neu zu starten, vielleicht erleichtert dir dieser Kollege hier auch noch den Neustart. So, und als nächstes haben wir noch den Türkis. Prioritize your health. Priorisiere deine Gesundheit. Das heißt, für den Fall, dass du bisher ein bisschen Raubbau mit dir betrieben hast, vielleicht auch durch die Enttäuschung, den Kummer, weil wenn wir hier zweimal die Zahl liegen haben, kann das auch sein, oder die fünf Kelche liegen haben, kann das wirklich sein, dass du nicht besonders gut mit dir umgegangen bist, zum Beispiel. Und ja, ach so, und was mir noch auch übrigens einfällt, zu den zweimal fünf Kelchen, überprüfe, wie sehr du an dich selber glaubst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die 5 ist auch der Glaube und vor allem der Glaube an sich selbst. Und für den Fall der Fälle, dass du jetzt sagst, ja, an mich hat nie jemand geglaubt, ja, es ist auch dein Job, an dich zu glauben, und die anderen spiegeln dir halt das wieder, was in dir ist. Also wenn niemand an dich glaubt, dann heißt es im Umkehrschluss nichts anderes, als dass du an dich nicht glaubst. Und deswegen geht es darum, das zu ändern. Das ist ja immer ein schöner Hinweis. Und dann können wir was damit anfangen, auch wenn sich das im ersten Moment natürlich echt blöd anfühlt. Bin ich ganz bei dir. Also, aber wir sollen gut für uns sorgen, ne? Also sowohl geistig als auch körperlich. Vielleicht hast du auch noch, vielleicht ist das hier auch noch ein Hinweis für dich, dich ein bisschen mehr zu erden. Kann ja auch möglich sein. Geh mehr raus. Das Frühjahr ruft jetzt so langsam hier. Wir haben so schönes Wetter heute hier. Insofern... kümmere dich gut um dich selbst und dann wirst du sehen, wie der Spiegel im Außen sich auch für dich wendet und du wirst ganz, ganz schöne Erlebnisse und Erfahrungen machen, die neu sind, die sich gut anfühlen, die sehr fresh sind, ne? Start fresh. Also hier, was ich hier sehe an Karten, das ist einfach wirklich großartig und ich wünsche dir ganz, ganz viel, ganz Schönes für den Monat März, gutes Gelingen, ganz viel Strength, Kraft, Stärke, das Ja zu dir selbst und dann lass dich das alles wunderbar entfalten und und sag die Kohle ein, ne? Auch ganz wichtig. Okay, also ich danke dir fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sag bis dahin alles Liebe, Namaste,